wir sehen jetzt gerade auch an dem, was gerade stattfindet, dass das schlechte Krisenmanagement in Deutschland dazu geführt hat, dass wir die Finanzkrise in Deutschland immer noch nicht verlassen haben. Im Moment gerade ist die Frage, wie die NordLB gerettet werden kann. Wir sind mitten in der Finanzkrise von 2008 noch drin. Wir reden nicht über eine vergangene Krise, sondern wir reden über eine präsente Krise, bei der die Frage einer neueren, weiteren Zuspitzung eine von wo genau und wann genau, aber nicht eine Frage des Ob ist. Mich treibt seit 2007 die Sorge um, dass aus der Weltfinanzkrise von 2007-2008 in ähnlicher Weise eine Weltkatastrophe entstehen könnte wie aus der Weltfinanzkrise von 1929. Und jeden Tag, den ich erlebe seit 2007, ist die düstere Ahnung, dass das passieren könnte, dabei sich immer mehr zu realisieren. Und da ist Chemnitz nur ein Mosaiksteinchen davon. Und deswegen ist, glaube ich, die Herausforderung, ob man aus diesem Krisenmodus mal rausfindet und man es schafft, endlich Stabilität zu machen. Die Relation Schulden zu Wirtschaftsleistung ist heute nicht besser als beim Ausbruch der Krise 2007, 2008. Bisschen düsteres Bild, aber ich glaube, es ist wichtig, den Fakten da ins Auge zu blicken und sich nicht die Wirklichkeit schön zu reden, wie das leider in der allgemeinen gesellschaftlichen Diskussion der letzten Jahre uns passiert ist. Jede Finanzkrise ist eine Schuldenkrise und weil Schulden und Geldvermögen dasselbe sind, immer auch eine Vermögenskrise und deswegen auch immer eine Verteilungskrise. Das ist etwas, was in dem ganzen Krisendiskurs zu wenig verinnerlicht ist. Und deswegen ist die Menge des Kapitals, was nach Anlagemöglichkeiten sucht, ist ein Krisenphänomen. Und der Versuch, diesem Kapital jetzt irgendwie Anlagemöglichkeiten zu verschaffen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil er nicht aus der Problematik rauskommt, dass da eine Ungleichgewichtigkeit zwischen der realwirtschaftlichen Entwicklung und der finanzwirtschaftlichen Entwicklung ist. There is too much finance. Das ist inzwischen unter vielen Ökonomen einfach die Analyse, was gerade das Problem ist. Das Typische ist, dass immer dann, wenn es heißt, man muss was tun, man sagt, es geht nur über Schulden. Aber das stimmt gar nicht. Sondern wenn der Staat sich die nötigen Steuereinnahmen beschaffen würde, müsste er nicht am Kapitalmarkt das Geld sich holen und müssten nicht durchschnittliche Steuerzahlern, Kapitalgebern auch noch die Zinsen finanzieren. Und ich glaube, für eine gute realwirtschaftliche Entwicklung müssen wir da etwas mehr Stabilität reinbringen mit einer Weltwährungsordnung, die diese großen Schwankungen etwas reduziert. Denn das zerstört immer, also in der Phase, wo dann Krise ist, Peso-Krise oder sowas, dann kriegt man nicht mal Geld für gute, sinnvolle, beste Investitionen. Und in anderen Phasen wird auch noch das dümmste Projekt finanziert mit niedrigen Zinsen. Wenn wir wirklich eine nachhaltige Entwicklung wollen, das ist genauso wie der öffentliche Sektor bei den Lehrern. Wenn man in dem einen Jahr nicht mal die Besten nimmt und in den anderen Jahren unqualifizierte Leute im Notprogramm anstellen muss, dann hat man langfristig nicht die qualifiziertesten Leute für den Lehrerberuf. Oder? Und genauso ist es, wenn wir ständig diese Schwankungen haben. Nachhaltige Entwicklung heißt, dass wir die finanzmarktinduzierten Schwankungen reduzieren müssen.